Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Malin von Stempel Hexi Maxi und ich bastle heute mit alten Produkten, also die es noch im Jahreskatalog gibt und schon mit den neuen, die es im Online-Shop gibt. Und zwar, und aus alten und neu macht neu. Einmal benutzen wir Geramen mit Blumen, da nehme ich mir aber hier nur einen Spruch draus. Und dann habe ich das Stempelset und die Stanzform benutzt, filigran floral. Da habe ich die ganzen Blümchen hier gestempelt, koloriert und ausgestanzt. Und dann habe ich diese neuen, tollen Stickeffekte, strahlende Stickeffekte, die Stanzform benutzt. Und zwar habe ich davon den großen Rahmen und den kleineren Rahmen, also den mittleren genommen. Und wie das nachher aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. So, und zwar fangen wir an mit einer Grundkarte, die wir uns erstmal zurechtschneiden müssen. Dafür brauchen wir einen Papierschneider und ein Stück Grundweiß. So. Und die Karte wird ganz einfach. Wir legen das Papier hier bei 14,5 an. Schneiden uns das zu. Falzen bei 10,5. Dann haben wir eine Karte fertig. Ich brauche heute zwei, weil wir gleich zwei Karten basteln. Und da ja, warte mal, 14,5. Da wir gleich zwei Karten basteln, brauche ich natürlich auch zwei Grundkarten, logischerweise. Und wieder bei 10,5 falzen. So, dann haben wir schon mal zwei Grundkarten wieder fertig. Dann können wir den Papierschneider beiseite legen. Dann nehmen wir uns ein Falzbein. Falzen unsere Karten schön. So. Dann haben wir die Grundkarten schon mal fertig. Und dann habe ich schon mal vorbereitet den Aufleger. Das sind die Stanzformen. Das heißt, wenn ihr die euch ausstanzt, habt ihr ringsherum so richtig tolle Strahlen. Seht ihr das richtig? Ich will, ja, da. Genau. Und das habe ich mir jetzt ausgestanzt in Calypso. Ihr bekommt ein ganzes Blatt. Ihr habt nicht nur den Rahmen, wie gesagt, und innen drin nichts, sondern ihr habt nur als Prägung oder als Ausstanzung auch den Strahlenrahmen, ne? Gleichzeitig. Das habe ich dann genommen als Mattung. Sozusagen. Und das andere habe ich mir auch gleich ausgestanzt, und zwar einmal in Blütenrosa, weil wir ja gleich zweimal eine Karte basteln. Machen wir heute gleich identisch. So, das kann man schon mal aufkleben. Einfach heute meine schnellen Karten. Und das sind so eine schöne Frühlingskarten, und ich finde, sowas kann man jetzt auch ganz gut gebrauchen. Ich wieder hier, ja, mit meinen, genau, einmal, so, das zweite. Gleich nochmal. Ihr habt dadurch natürlich auch einen größeren Rand, wie ihr seht. So. Genau. So, dann hätten wir die Grundkarten auch schon fertig. Und dann habe ich mir den kleinen Aufleger ausgestanzt. Den habe ich mir normal in Grundweiß aufgelegt, ausgestanzt. Und den können wir auch direkt draufkleben. Der kommt schön mittig. Der andere genauso. Ja, dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn ihr in verschiedenen Farben mal arbeitet. Und dann habt ihr gleich, ja, verschiedene Farben, und dann wirkt die Karte gleich ganz anders. So, wie gesagt, dann habe ich mir das ja alles ausgestanzt aus diesem filigranen Floral, die ganzen Blümchen hier, die ganzen Sträucher, und habe die dementsprechend koloriert. Einmal habe ich das hier in Kirschblüte mit Orchideenlila und Fahngrün.
Dazu habe ich mir auch die Ranker gleich in Farngrün ausgestanzt. Die kommt dazu. Und hier habe ich sie, habe ich die Blüten einfach in Mangogelb, Calypso und in Seladon ein bisschen koloriert. Und passt auch hervorragend, sieht aber gleich wieder ganz anders aus. Und dazu habe ich mir den Strauch hier auch in Seladon dann ausgestanzt. Und das können wir dann auch schon mal aufkleben. Eigentlich heute eine ganz einfache Geschichte, aber eine schöne Frühlingskarte. Und wenn ihr jemanden habt, der gerade vielleicht nicht so gut drauf ist, dem bringt da dann gleich ein Lächeln ins Gesicht. Weil ich finde die Karten einfach nur schön. Da freut sich jeder drüber. So, und hier machen wir das genauso. Überall auf die Blätter ein bisschen Kleber drauf. Nicht so viel. Überall nur so ein Pünktchen. Zack, zack. Ja. Und ich finde, so langsam darf der Frühling mal langsam, aber sicher kommen. Mir reicht es jetzt mit der Kälte. Bin ich ehrlich. So, dann klebt es schon mal drauf. Das soll hier eigentlich auch kleben. Hallo. Genau, und dann können wir die nämlich mit Abstandspads raufkleben, damit die ein bisschen erhabener sind. Kriegen die ein bisschen Abstandspads drauf. Und ganz ehrlich, ich dachte mir mal, jetzt mixe ich das Ganze mal. Was heißt, ja, die haben wir ja, die ist ja sowieso im Jahreskatalog, aber die Rahmen sind ja jetzt neu und irgendwie wollte ich die kombinieren. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du das jetzt so. Genau, so. Die kommen hier rauf, die Blüten, und die anderen kommen auf diese Kirschblüte mit drauf. Und das sind wirklich schnelle, einfache Karten, die ihr dann, das Kolorieren, das habe ich dann auch mit den Blends gemacht, mit den Stamping Blends schnell, weil da ist ja nicht so viel zu kolorieren, das sind ja nur kleine Blüten. Das geht ja wirklich ratzifatzi. Und das Papier ist ja aus der Celebration gewesen. Und da ja, ja, und da habe ich das nicht geschafft, so kreativ zu sein. So, ja genau, dann haben wir das jetzt soweit fertig. Und dazu habe ich dann schon auch die Sprüche mir ausgestanzt. Und die sind aus dem Moment, ich muss mal hier kurz meine Klebeetiketten hier. Die wollen nicht so. Die sind halt so ein bisschen elektrisierend. Genau, und die habe ich, den Spruch hatte ich mir aus den Rahmen mit Blumen ausgestanzt. Einfach zwischendurch lächeln mal wieder. Und den Spruch fand ich jetzt gerade richtig schön. Und jetzt habe ich gedacht, dann stempel ich den gleich in den Farben. Einmal habe ich den in Farngrün und einmal habe ich ihn in Calypso gestempelt und schneide mir das hier nur schräg und schon passt da. Hier mache ich das auch noch ein bisschen schräger. Und dann haben wir das genau farblich passend zu den Karten. Und dann nehme ich auch die Menschen jetzt zu, dass die auch ein bisschen erhabener sind. Warte mal, ja. Und dann finde ich das wunderschöne Karten, die man dann auch verschenken kann. So eine für eine tolle Freundin, die vielleicht gerade nicht so gut geht, damit sie mal wieder lächelt. Ein kleines Geschenk dazu und hab dann ein kleines Mitbringsel und sie wird lächeln, wenn sie die Karten sieht. Das ist so ein Grund zum Lächeln. So. Dann haben wir die auch schon fertig. Und das war meine Ursprungskarte, die ich gemacht habe. Und das alles mit diesem, na, genau, und das alles mit dem vorhandenen und dem neuen Produktpaket. Ratzifatzi, ein bisschen Farbkarton und schon habt ihr drei schnelle Karten fertig. Die dauern wirklich nicht lange, Leute. Das geht wirklich ratzifatzi und macht was her mit dem Rahmen, hervorragend.
So, das war's heute von mir. Ein kleines Video, ein kleines, schnelles Video. Ein Frühlingsvideo. Und ich finde, das muss jetzt mal sein, mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Ab und zu scheint ja die Sonne, aber nicht immer. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dahin. Tschüss.